Guten Abend und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. In der vergangenen Folge hat Erik die Lehmanns kennengelernt und nun sind Erik und Paul schon wieder auf dem Weg zum Fußballfeld. Hören wir nun, was die beiden da erwartet. Ich wünsche dir viel Freude mit Folge 22. Ungebetener Besuch. Erik und Paul flitzen am Gewächshaus vorbei und lassen Pauls Baumhaus links liegen, denn in Pauls Händen glänzt ein nagelneuer Fußball. Wir nehmen gleich das hintere Gartentor, sagt Paul. Warum spielen wir nicht gleich hier? Nicht hier, ich bekomme Ärger, wenn etwas kaputt geht. Dein Haus ist so groß. Es sind 434 Quadratmeter. Erik sieht Paul an, als würde dieser eine andere Sprache sprechen. Ah, Quadratmeter sagt man, wenn man sagen will, ob ein Haus groß oder klein ist. Und Papa hat mir mal gesagt, dass 434 Quadratmeter viel sind. Du hast es gut. Du wohnst in einem großen Haus und du hast keinen nervigen Bruder wie ich. Paul senkt den Blick. Wie ist es, einen großen Bruder zu haben? Furchtbar! Ich wünsche mir manchmal einen großen Bruder. Das wäre gut, wenn Mama und Papa mal wieder laut werden. Erik sieht zu Paul. Was meinst du mit laut werden? Naja, Mama und Papa streiten viel und dann wäre es schön, wenn noch jemand da wäre, aber nicht so wichtig. Die Jungs verlassen den Garten und gehen an Häusern vorbei, die mindestens so groß sind wie Pauls Haus. Deine Mama und Papa streiten sich? Nur manchmal, aber nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Warum streiten sie sich? Ich weiß es nicht. Einfach so, wegen normalen Dingen. Vielleicht haben sie sich nicht mehr lieb. Erik hält die Hand an sein Kinn. So machen das die Erwachsenen schließlich, auch wenn sie nachdenken. Meine Mama und Papa streiten sich auch in letzter Zeit, aber vielleicht ist das normal. Und einen Bruder zu haben ist nur manchmal schön. Mein Bruder ist nämlich doof, richtig doof. Vorhin, als ich nach Hause gegangen bin, hat er mich komische Sachen gefragt. Und dann bin ich weggerannt. Was hat er dich denn gefragt? Er wollte unbedingt wissen, wo meine Fibel ist. Ich hab das Gefühl, er führt etwas im Schilde. Die Jungs laufen gerade auf das Fußballfeld. Da brüllt jemand von hinten. Ey, Angsthase! Zwei andere Jungen rennen auf Erik und Paul zu. Einer läuft, als würde er gleich auf die Nase purzeln und der andere humpelt hinterher. Erik weiß sofort, wer das ist. Mark und Jonathan. Was Mark und Jonathan schon wieder wollen, hörst du in Folge 23. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann danke ich dir, dass du diesen Podcast abonnierst und mir auch auf meiner Facebook-Seite unter Mario Mietig Kinderbuchautor folgst. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig.